Hallo und herzlich willkommen zur Himmelsvorschau für Astrofotografen für den April 2024. Und mit dieser Ausgabe ist es tatsächlich das vierte Jahr, was jetzt anbricht. Also bereits im Jahr 2021 und zwar im April, da habe ich das erste Video gemacht, das erste Video, was da heißt Himmelsvorschau für Astrofotografen. Das war noch mitten in der Corona-Zeit. Es kommt mir irgendwie unwirklich nach wie vor alles vor und irgendwie war die Zeit ganz merkwürdig und ist auch ganz merkwürdig seitdem vergangen. Das war doch eine ganz schön lange Zeit und ist jetzt auch schon einiges wieder her merkwürdig. Gut, ich habe in der letzten Ausgabe ja schon angedeutet, dass das hier jetzt quasi ein neuer Zyklus ist. Also im April fängt das dann immer wieder an. Deswegen heißt jetzt diese Himmelsvorschau 4.0, weil es eben das vierte Jahr ist und wir immer im April anfangen. Und ich habe euch gefragt, was könnte ich besser machen? Und die überwiegende Anzahl aller Kommentare und Beiträge, die entweder unter dem Video kamen oder in irgendwelchen Foren oder auf Facebook war, lass es so, wie es ist. Ja, es ist super und ändere nichts daran. Und den Gefallen tue ich euch gerne. Und wir machen einfach weiter wie bisher. Wie mal jemand Schlaues gesagt hat, wenn es nicht kaputt ist, dann repariere es nicht. Ja, und weil sich nichts ändert, ändert sich auch an meinen Ansagen nichts. Also, ihr könnt mir gerne eure Bilder schicken, die Bilder, die ja aufgrund dieser Himmelsvorschau hier entstanden sind, also die von der Himmelsvorschau inspiriert worden sind. Und die schickt ihr bitte an frank@astrofotocologne.de und die werden dann wie immer am Ende des Videos gezeigt. Gut, dann schauen wir uns jetzt den Sternenhimmel an im April 2024 und der Neumond, der ist am 8. April 2024 und den 8. April 2024 habe ich hier mal ins Stellarium eingestellt und wir werden jetzt mal die Sternbildlinien hier anzeichnen und auch, die Sternbildnamen und wir sehen da im Süden, das gucken wir uns immer an, dort finden wir das Sternbild Jungfrau, das kommt hier langsam in den Meridian hoch und ganz oben steht jetzt das Sternbild Löwe und wir haben H der Berenike, Coma Berenicis und Canis Venatici, das sind die Jagdhunde und hier die Deichsel des großen Wagens. Und genau um diesen Korridor, da soll es heute gehen. Und das Interessante ist, was ich ja gerne sage, ist, wir schauen hier quasi genau aus der Milchstraße raus. Also die Wintermilchstraße, die ist gerade irgendwie weg seit einigen Monaten. Wir sehen sie noch so ein bisschen am Westhorizont und im Osten, da bahnt sich schon langsam die Sommermilchstraße an. Aber wenn wir Richtung Süden gucken, dann gucken wir halt genau raus aus der Milchstraße. Und das führt auch dazu, dass wir da relativ wenige, eine geringe Dichte an hellen, markanten Sternen haben. Wir haben zwar hier den superhellen Arctur, aber ansonsten geht es so. Und gerade in diesem Korridor, ja, hier Coma Berenike und Jagdhunde, das sind keine sehr eindrucksvollen Sternbilder. Aber was wir da finden, weil wir eben aus der Milchstraße rausgucken, das sind unzählige Galaxien. Und ich werde euch jetzt nur erstmal ein paar Highlights zeigen. Bevor es mit den Galaxien losgeht, möchte ich euch noch ein anderes Objekt ans Herz legen. Das habt ihr vielleicht schon irgendwo mitbekommen, aber es gibt sozusagen eine Nova mit Ansage. Und ich gebe mal hier den Namen des Sterns ein und der heißt T. Coronae Borealis. Ja, und dann gucken wir mal, da steht schon, dass es sich um einen veränderlichen Stern handelt und der ist hier. Also, ja, ist jetzt nicht so typisch April, würden wir eher Mai, Juni besprechen, das Sternbild. Ganz wunderschönes Sternbild und dort befindet sich eben dieser Stern T. Corona Borealis, relativ unscheinbarer Stern. Und es ist aber ein Doppelsternsystem und auch ein veränderlicher Stern. Und ja, ich habe hier mal so eine Animation bzw. eine künstlerische Darstellung rausgesucht von der NASA, wie so eine Nova eigentlich entsteht. Und das ist eben ein Doppelsternsystem aus einem roten Riesen und einem weißen Zwerg. Und dort geht Materie auf diesen weißen Zwerg über von dem roten Riesen. Also da gibt es einen richtigen Materiestrom
Und das Interessante hier bei diesem Doppelsternsystem ist, dass an einem gewissen Punkt gibt es dann eine thermonukleare Reaktion, eine Explosion. Und das würden wir dann sehen als Nova. Und warum können die Wissenschaftler das jetzt vorhersehen? Das liegt daran, dass man das schon beobachten konnte. Und zwar ja in einem Zyklus von etwa 80 Jahren. Und wenn man sich diese Beobachtung mal anschaut, dann wäre es eigentlich 2026 wieder so weit, dass dieser Stern ja einen Ausbruch haben müsste und dann wirklich bis auf 2 Mach ansteigen würde. Das würden wir also als ziemlich hellen Stern am Nachthimmel sehen können. Und es ist aber so, dass aufgrund von Beobachtungen, da sind Amateure nicht unbeteiligt, man sagen kann, hey, das muss schon ein bisschen früher passieren und jetzt gerade in der ersten Jahreshälfte 2024 könnte es jeden Tag eigentlich so weit sein, dass das Ding ausbricht. Man hat nämlich beobachtet, dass es vor so einem Ausbruch erstmal ein Absenken der Lichtkurve gibt, also der Helligkeit des Sterns. Und diese Absenkung, die hat man bereits durch Messungen feststellen können. Und ich habe schon gesagt, da waren auch Amateure dran beteiligt. Also Amateure, die Photometrie betreiben, die können hier wirklich ja zur Stabilität, sage ich mal, dieser Datenlage beitragen. Also wenn ihr euch für Photometrie interessiert, dann wisst ihr das sicherlich auch schon alles. Ist ein spannendes Thema. Ja, achtet einfach mal drauf, fotografiert ab und zu mal dieses Sternbild vielleicht. Und ja, es kann jeden Moment losgehen, dass wir da plötzlich von heute auf morgen einen sehr hellen Stern sehen. Der würde dann auch ein paar Wochen erstmal irgendwie dort bleiben, bis die Helligkeitskurve wieder runtergeht. Es kann aber natürlich auch sein, dass das jetzt nicht sofort passiert, sondern erst in ein paar Monaten, vielleicht doch erst 2025 oder 2026, wir wissen es nicht. Aber die Wissenschaftler sind sich ziemlich sicher, dass es eigentlich jeden Tag losgehen kann. So, jetzt geht's aber los mit den Galaxien und wir sehen hier schön das Sternbild der Jungfrau, hier das Haar der Berenike. Das Sternbild selber ist übrigens gar nicht so auffällig, was man aber gut sehen kann, ist hier diesen Asterismus, diese Sternkonstellation, die kann man sehr gut sehen. Am Nachthimmel natürlich sehen wir auch den Löwen und quasi genau dort in einem, ja, im Mittelpunkt von diesen drei Sternbildern befindet sich ein richtiger Klassiker. Und das ist der Virgo-Galaxienhaufen, ein riesengroßer Galaxienhaufen und ein Bestandteil, möchte ich mal sagen, dieses Virgo-Galaxienhaufens, das sehen wir hier, das ist die Makarianische Kette oder Makarians Chain auch genannt und das ist ja so eine richtige Perlenkette von Galaxien. Da habe ich euch eine Aufnahme mitgebracht von Tommy Navratil, eine der schönsten Aufnahmen, die ich kenne von dieser Galaxienkette. Und das ist ein sehr schönes Objekt eigentlich für alle Brennweiten, für alle Astrofotografen, ob ihr jetzt Anfänger seid oder weit fortgeschrittene Profi-Astrofotografen, das Objekt lohnt sich für jedermann. Also, hier könnt ihr mit 500 mm mit einem kleinen Apo schon tolle Aufnahmen machen. Ich glaube, ich habe das Objekt sogar schon mal mit 200 mm abgelichtet. Es ist dann so, dass je länger ihr belichtet, desto mehr Galaxien sieht man da im Hintergrund. Ich habe ja schon gesagt, nicht nur dieser Virgo-Galaxien-Cluster, insgesamt diese ganze Gegend ist voll mit Galaxien. Ich zeige euch natürlich auch noch mehr gleich und da könnt ihr mal richtig draufhalten. Wenn ihr mit geringen Brennweiten arbeitet, dann schaut euch auch mal mein letztes Video an zu der Drizzle-Technik oder die letzten beiden Videos besser gesagt. Und dann könnt ihr vielleicht sogar noch irgendwie was rausholen an Details in diesen kleinen Galaxien. Bei Galaxien, ich hatte mir überlegt, ob ich jetzt hier mal eine Ansage mache, dass ich irgendwie über Filter nicht mehr spreche, zumindest jetzt in der Galaxienzeit, weil eigentlich ja irgendwelche Schmalbandfilter überhaupt nicht angebracht sind, während wir aus der Milchstraße hinausgucken. Aber gerade hier gibt es einige Galaxien, wo es sich eventuell lohnen könnte, auch mit einem H-Alpha-Filter mal zu fotografieren. Es gibt da durchaus Aufnahmen, zeige ich euch jetzt nicht, könnt ihr aber mal suchen, wo man dort irgendwie was erkennen kann und das ist schon sehr spannend. Ja, ich habe es schon gesagt, das Haar der Berenike ist ja hier irgendwie ein Sternbild, das besteht eigentlich nur aus 3 Sternen, die bei einem perfekten rechten Winkel hier angelegt sind.
Und wenn man jetzt hier diesen südlichen Stern vom Hader Berenike nimmt und dort etwas dran vorbeischaut, dann findet man auch schon den ersten Kugelsternhaufen der Saison. Kugelsternhaufen werden später im Jahr, also im Frühsommer, noch eine Rolle spielen, also vielleicht auch schon im nächsten Monat eine Rolle spielen. Ja, weil eben die Sommermilchstraße langsam wieder hochkommt. Und im Halo der Milchstraße, dort sehen wir die Kugelsternhaufen. Das ist M53 und der ist nicht ganz alleine da. Es gibt hier noch, der ist relativ dicht, es gibt hier noch einen relativ undichten, möchte ich mal sagen, von der Verteilung Sternhaufen. Seht ihr hier angezeigt, das ist NGC 5053. Und diese beiden Sternhaufen, die kann man ganz gut auch zusammen fotografieren. Da braucht man auch wieder dann nicht das Riesenteleskop für, wie ihr hier in dieser Aufnahme sehen könnt. Ihr könnt natürlich auch beide Sternhaufen separat aufnehmen, wenn ihr denn ein größeres Teleskop habt. Dann lohnt sich das natürlich, dann kann man mehr Auflösung erreichen. Und dann würde ich beinahe sagen, dass der NGC 5053 hier ja der spannendere irgendwie ist, weil der nicht so häufig fotografiert wird. Aber das überlasse ich dann euch. Was Belichtungszeiten angeht, hier diese Aufnahme von Markus Blaunsteiner, die ich euch zeige, da wurden die Einzelbelichtungszeiten nicht allzu lang gewählt. Und das ist ein gutes Vorgehen bei insbesondere helleren Kugelsternhaufen, weil die ansonsten im Zentrum ausbrennen. Da müsst ihr dann schon drauf achten, das gehört heute zum guten Ton, dass man irgendwie so einen Kugelsternhaufen nicht mehr ausbrennen lässt im Zentrum, dass man da also jeden Stern auch wirklich noch einzeln sehen kann. Und natürlich beinahe überflüssig zu sagen, dass hier sämtliche Filter eher nicht angebracht sind, weil diese die Sternfarben verfälschen und deswegen ist es hier sinnvoll, ohne Filter zu arbeiten. Dafür braucht ihr jetzt zumindest für den M53 nicht den allerperfektesten dunklen Himmel. Das geht auch mal unter mäßig gutem Himmel zu machen. Ich habe euch vorhin hier den Virgo-Galaxien-Cluster gezeigt und gar nicht weit von diesem Virgo-Galaxien-Cluster entfernt. Dort ist dieses schöne Galaxien-Trio anzufinden und das ist die Silver Streak Galaxy, heißt sie hier, NGC 4216 und die beiden Galaxien daneben, das ist einmal NGC 4206 und 4222. Und das Spannende daran ist, dass es ja quasi alle drei Galaxien sind, sozusagen Edge-on. Das heißt, man guckt mehr oder weniger von der Seite drauf, bei der zentralen Galaxie sogar noch ein bisschen irgendwie verkantet. Und bei den anderen beiden schwächeren sehen wir aber beinahe komplett von der Seite drauf. Das ist auch eine witzige Konstellation. Und solche Galaxientrios sind natürlich immer interessant. Und auch hier gilt, wie immer eigentlich, ja, ich würde hier eher nicht mit irgendwelchen Filtern fotografieren. Man kann Galaxien immer, auch wenn sie schon nach wenig Belichtungszeit, also da sage ich jetzt mal, wenig Belichtungszeit ist so Standardbelichtungszeit von 2 Stunden. Ja, da kann man natürlich diese Galaxien schon erkennen und auch die ganzen Feldsterne, aber je länger ihr so Galaxien fotografiert, desto mehr Hintergrundgalaxien kommen da auch. Das sieht man doch recht schnell und dann erkennt man die sogenannte Tiefe einer Aufnahme. Also ich würde euch auch immer empfehlen, ja, bei Galaxien, auch wenn ihr gerade dann, wenn das Feld relativ groß ist, was ihr aufnehmt, dann würde ich euch immer empfehlen, hier auch recht lange zu belichten. Ist ein tolles Objekt und kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Aber eigentlich auch ein absoluter Klassiker des Frühjahrhimmels. So, wir machen einen kleinen Sprung in Richtung Norden und ja, da kommt hier die sogenannte Hockey Stick Galaxy und das ist NGC 4656. Und hier oben drüber ist noch die Whale Galaxy NGC 4631. Diese beiden Galaxien werden häufig auch zusammen aufgenommen. Das hat auch gute Gründe. Zum einen ist es nämlich so, dass diese Galaxien gar nicht mal so groß sind. Das heißt, man braucht schon ein ordentlich großes Teleskop, um die Galaxien im Detail aufzunehmen. Zum anderen haben sie aber tatsächlich auch eine Verbindung. Diese beiden Galaxien, die sehen ja schon ordentlich verformt aus. Das erkennt jeder sofort, dass hier irgendwie diese Galaxien
total verformt sind. Das weist immer darauf hin, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, dass Galaxien ja gravitativ miteinander interagieren und sich gegenseitig sozusagen die Form zerschießen. Also die Gravitation hier, die sorgt dafür, dass diese Galaxien gemorpht werden. Und deswegen ist es auch ja ganz gut, die zusammen aufzunehmen, weil die haben eben auch miteinander zu tun, möchte ich mal so flachs ausdrücken. Und weil sie eben auch ja logischerweise dann sehr nah beieinander stehen, ist das ein schönes Pärchen. Auch hier ist es so, natürlich Filter sind eher unangebracht. Ja, wenn ihr mit H-Alpha fotografieren wollt, ihr seht hier zum Beispiel bei dieser Wahlgalaxie bereits hier in Stellarium sieht man ein paar rote Knötchen. Die würden natürlich auch mit einem H-Alpha-Filter besser rauskommen. Aber ja, ob sich das dann lohnt, ist immer die Frage. Natürlich kann es immer mal sein, dass man mit sehr langen H-Alpha-Aufnahmen irgendwas Spektakuläres, Besonderes vielleicht erwischt. Dann muss man aber wahrscheinlich sehr lange belichten, weil andere haben das mit Sicherheit schon ausprobiert. Und deswegen bin ich immer ja hin und her gerissen, ob ich euch das empfehlen soll, dass ihr hier mit einem H-Alpha-Filter arbeitet. Tendenziell würde ich sagen, naja, konzentriert euch eher auf Farbaufnahmen, LRGB-Aufnahmen, wie auch immer. Ja, absoluter Knaller-Standard für das Frühjahr oder ja für den Frühjahrshimmel. Das ist die Galaxie M63, die Sonnenblumengalaxie hier im Sternbild Jagdhunde. Und da zoomen wir mal rein und ich zeige euch gleich auch eine tolle Aufnahme. Das ist ja absoluter Standard, dieses Objekt. Und warum diese Galaxie Sonnenblumengalaxie heißt, das ist ja wohl völlig klar. Die sieht tatsächlich aus wie so eine wunderschöne Sonnenblume. Hat ganz feine feingliedrige Details im Zentrum, die man dann wunderbar herausarbeiten kann, wenn man dann eben über eine entsprechende Auflösung, sprich ein entsprechend großes Teleskop verfügt. Die Galaxie hat aber noch mehr zu bieten, und zwar gibt es Sternströme um diese Galaxie drumherum, oder ich würde sogar sagen, es gibt ein Halo um diese Galaxie, und man sieht aber auch Sternströme um diese Galaxie. Um sowas sichtbar zu machen, braucht man aber dann wirklich wieder einen sehr dunklen Himmel und sehr lange Belichtungszeiten, also mindestens mal 10 Stunden. Und dann kann man auch diese Sternströme sichtbar machen. Ansonsten ist es auch ein Objekt für Anfänger, wo man dann nicht so wahnsinnig viel Belichtungszeit braucht. Also es ist eine relativ helle Galaxie. Galaxien sind meistens nicht so wirklich groß. Das ist ein Problem. Ich wurde dann auch darauf angesprochen, ein Kommentar bezog sich auf die neuen Smart-Teleskope. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Galaxie, wo man mal versuchen könnte, mit so einem C-Star zum Beispiel oder mit irgendeinem anderen Smart-Teleskop eine Aufnahme zu machen. Nach M63 kommt natürlich M64. Da müssen wir wieder ein bisschen Richtung Süden, und zwar in das Sternbild H der Berenike. Und da kommt sie auch schon, da sehen wir sie schon. Nee, ist sie gar nicht. Bin ein bisschen zu weit im Norden gewesen. Dort ist sie. M64, auch genannt Black Eye Galaxie. Ja, weil die hier so ein schwarzes Auge hat. Auch ein absoluter Klassiker. Diese Galaxie ähnlich von der Größe ist sie ähnlich groß wie M63 zuvor. Und auch von der Helligkeit würde ich sagen, sind die beiden sich sehr ähnlich. Das Besondere an dieser Galaxie ist aber im Gegensatz zur Sonnenblumengalaxie, dass diese Sonnenblumenstruktur, also diese ganz feingliedrige Struktur, nur wirklich im innersten, absoluten innersten Kernbereich dieser Galaxie zu sehen ist, und die ganzen Spiralarme, die sehen super diffus aus. Und das ist ein spannendes Phänomen. Wenn man Aufnahmen von dieser Galaxie sieht, dann sieht die immer so ein bisschen künstlich aus. Das sieht immer aus wie, ja, was weiß ich, gemalt oder als hätten Leute irgendwie mit der Schärfung übertrieben. Ich glaube, das passiert auch relativ schnell, dass man dann diesen Kernbereich schärft, und dann sieht das ganz merkwürdig aus, weil es so einen großen Kontrast zwischen den superweichen Außenbereichen der Galaxie gibt und dem detailreichen Kern der Aufnahme. Passt also hier ein bisschen darauf auf, dass bei der Bearbeitung ihr es nicht übertreibt, ansonsten sieht das schnell sehr, sehr merkwürdig aus. Ist aber eine typische Eigenschaft dieser Galaxie auch. Also ist nicht leicht zu bearbeiten insofern.
Hier würde ich jetzt sagen, macht ein HLV-Filter absolut gar keinen Sinn, weil man in diesem Spiralarm überhaupt nichts detektieren würde im HLV. Oder wir sehen ja schon nicht mal irgendwelche Details aufgelöst in den Spiralarm, dann sehen wir erst recht auch keine kleinen HLV-Knötchen aufgelöst. Also da würde ich auf jeden Fall nicht die Zeit investieren und hier irgendwie HLV aufnehmen. Was aber interessant ist, ist, dass in diesem Bereich ein galaktischer Cirrusnebel zu erkennen ist. Der ist so richtig balkenförmig und ich habe mich dieses Jahr entschieden, mal nicht eine solche Aufnahme, Whitefield-Aufnahme zu zeigen. Aber wenn ihr jetzt ein kleines Teleskop habt, dann könnt ihr hier M64 auch mal aufnehmen. Mit weitem Umfeld und dann aber in die Tiefe gehen, also sehr lang belichten, 10 Stunden plus unter sehr dunklem Himmel und dann kommt eben dieser galaktische Cirrus, der nicht weit weg steht von dieser Galaxie, auch zum Vorschein. War eine Zeit lang, sag ich mal vor 10 Jahren, wäre das noch absolut irgendwie herausragend gewesen. Heute ist das auf jeder zweiten Aufnahme mit drauf. So, dann gehen wir jetzt mal ganz in den Norden, in die Deichsel des großen Wagens. Den muss ich dafür richtig kippen. Und dort ist eine wunderschöne Spiralgalaxie. Und die kennen die meisten von euch auch. Und das ist Messier 101. Nach wird sie auch angezeigt, die Pinwheel-Galaxie oder auch Feuerrad-Galaxie genannt. Und das ist eine wunderschöne Spiralgalaxie, relativ großflächig am Himmel. Also hier würde ich auch jedem mit zum Beispiel einem Smart-Teleskop mal raten, es zu versuchen. Die hat jetzt nicht irgendwie die Wahnsinnshelligkeit, ist aber auch nicht super schwach, aber dafür hat sie eine relativ große Ausdehnung am Himmel. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und die Aufnahme, die ich euch hier mal zeige, das ist genau das Gegenteil von einem Smart-Teleskop. Das ist ein sehr, sehr großes Teleskop. Die Aufnahme habe ich selber gemacht bzw. bearbeitet. Und ich bin insofern sehr stolz auf diese Aufnahme, weil die Kamera da schon kurz davor war, den Geist aufzugeben. Die hat schon ganz komische Artefakte produziert. Und trotzdem ist noch ein, wie ich finde, sehr schönes Bild dabei rausgekommen. Also, hier würde es sich auch unbedingt lohnen, mit einem H-Alpha-Filter Aufnahmen zu machen, denn man sieht hier ganz, ganz viele kleine Sternentstehungsgebiete, die man mit einem H-Alpha-Filter noch gewinnbringend herausarbeiten könnte. Hier könnt ihr also Kombinationen machen aus Farbaufnahmen und dann, wenn der Mond zum Beispiel schon ein bisschen scheint oder ihr mal nicht ganz so weit aufs Land rausfahren wollt, dann könnt ihr hier zusätzlich zu den Farbaufnahmen noch Aufnahmen mit einem Schmalbandfilter machen. Wir kommen gleich zum Objekt des Monats, da wird M101 auch nochmal eine kleine Rolle spielen, aber hier in dieser Aufnahme, die haben wir eigentlich auch nur gemacht, um dort eine Supernova zu zeigen, die es im vergangenen Jahr gab in dieser Galaxie und M101 ist eine Galaxie, in der es relativ häufig Supernovae gibt und ja, ich bin gespannt, wann die nächste kommt. Das Objekt des Monats ist die Spiralgalaxie Messier 51. Das ist eine der bekanntesten und schönsten Galaxien am nördlichen Himmel. Sie wird auch Whirlpool-Galaxie oder Strudelnebel genannt und das aufgrund ihrer Form. Und wenn ihr die Galaxie seht, wisst ihr auch sofort warum. Man findet diese Galaxie recht einfach und zwar unterhalb des letzten Deichselsterns des großen Wagens. Alkaid heißt er. Dort gibt es hier noch so einen relativ hellen Stern, den sieht man mit bloßem Auge auch gut. Und dann kann man hier so ein Dreieck bilden und dann findet man recht leicht M51 auch schon im Fernglas ganz leicht zu erkennen oder in einem kleinen Teleskop. Aber ja, offiziell ist diese Galaxie im Sternbild Jagdhunde, also Canis Venatici. Auf den ersten Blick sieht diese Galaxie aus wie eine super schöne Spiralgalaxie. Face-on sagen wir. Wir gucken also genau aufs Gesicht drauf, von oben oder von unten, wie man mag. Wo ist schon oben und unten im Weltraum, das weiß man so nicht genau. Aber wir gucken eben nicht von der Seite oder schräg drauf, sondern genau. Ja, Face-on eben, das ist der Ausdruck in der Astronomie, der dafür verwendet wird. Dann habe ich hier in einem Video schon mal von der Klassifizierung von Galaxien gesprochen, also was für verschiedene Galaxientypen von der Morphologie, also vom Aussehen her es gibt. Und der gute Herr Hubble, der hätte diese Galaxie also erstmal als Typ
SC eingeordnet, aber heutzutage ist die Bezeichnung der Galaxie ein bisschen komplizierter. So, das wäre eine schöne Spiralgalaxie, wäre da nicht dieser helle Ansatz an der Seite, der sehr untypisch für Spiralgalaxien ist. Und das ist eine eigenständige Galaxie, die wir dort sehen. Das ist NGC 5195, also tatsächlich eine eigenständige Galaxie. Aber man sieht natürlich schon, die beiden, die stehen da nicht zufällig nebeneinander, die haben miteinander zu tun. Übrigens wurde M51 von Charles Messier entdeckt, natürlich, und eben katalogisiert in seinem Katalog unter der Bezeichnung Messier 51. Diese Begleitgalaxie NGC 5195, die wurde dann erst etwas später entdeckt, aber M51 hat dann später natürlich auch eine NGC-Nummer bekommen, und zwar naheliegenderweise NGC 5194. Diese Begleitgalaxie da, NGC 5195, die ist sehr interessant, sie ist nämlich eine irreguläre Galaxie vom Typ her. Und sie hat fast die gleiche Flächenhelligkeit wie M51 und deswegen sehen wir das Ganze als einheitliche Galaxie. Also auf den ersten Blick würden wir sagen, Moment, das ist doch ein Gebilde. Und das ist es insofern auch, denn die beiden, das habe ich schon gesagt, haben Wechselwirkung miteinander. Das heißt, da geht was ab zwischen diesen beiden. Die haben gravitativ Einfluss aufeinander. Man erkennt sogar in Amateuraufnahmen, dass der eine Spiralarm von M51 quasi in den Begleiter übergeht. Aber genauer gesagt ist es so, dieser liegt sogar vor dieser Begleitgalaxie, während die Begleitgalaxie dahinter sozusagen als Beleuchtung dient. Der Staub in diesem Spiralarm, der schluckt dann wiederum Licht und so steht dieser dann sehr kontrastreich vor dieser Begleitgalaxie. Das heißt, diese beiden Galaxien sind irgendwann mal ineinander gekracht und das, was wir hier sehen, das ist sozusagen eine Momentaufnahme, eine Stoppaufnahme dieses Tanzes, der dann irgendwie von diesen Galaxien vollführt wird, wenn diese ineinander übergehen. Irgendwann am Ende dieser Begegnung, dieses Tanzes, also die bewegen sich ständig umeinander, krachen ineinander, der eine Teil fliegt wieder raus, dann wieder rein und so weiter und so fort. Wenn die irgendwann dann komplett verschmolzen sind, ja, dann kann man das irgendwie gar nicht mehr sehen. Dann erkennt man aber meistens an anderen Anzeichen, zum Beispiel Sternströme oder andere Anzeichen, dass hier mal eine Kollision stattgefunden hat. Und man kann das heute ganz gut nachvollziehen, indem man mit modernen Computern die Begegnung solcher Galaxien simuliert. Und das hat man mit diesen beiden Galaxien auch getan. Deswegen kann man die auch ganz gut beschreiben. Immer dann, wenn solche Galaxien zusammenkrachen, hat das natürlich Auswirkungen. Man stellt sich natürlich im ersten Moment vor, dass dabei vielleicht viel kaputt geht, aber tatsächlich passiert eigentlich genau das Gegenteil, denn durch solche Galaxienkollisionen wird meistens eine Sternentstehung getriggert, also angeregt in den Galaxien und es entstehen sehr viele neue Sterne. Man nennt sowas dann einen Starburst. Also in M51 finden wir sehr, sehr viele junge Sterne. Insbesondere in dieser Brücke zwischen den Galaxien, zwischen den beiden Galaxien, ist die Sternentstehung sehr hoch. Und das zeigen unter anderem auch Aufnahmen im ultravioletten Spektralbereich. Eine weitere Sache, die wir dann eben auch vermuten würden, ist, dass wenn es viele junge Sterne gibt, dann gibt es wenig alte, aber das ist auch nicht der Fall, denn die Sternentstehung läuft ein bisschen anders ab wie unserem Menschenleben. Bei Sternen ist es so, die Dicken sterben früher. Extrem massereiche Sterne verbrennen schneller ihren Brennstoff, werden zu roten Riesen und sterben dann eben auch früher. Ich habe schon oft von offenen Sternhaufen hier in der Himmelsvorschau gesprochen. Da sehen wir ja genau diese Geburtsstätten sozusagen im Detail in unserer eigenen Milchstraße. Und da habe ich immer gesagt, schaut mal, da sind zwischen den vielen, vielen blauen Sternen, was typisch für junge Sterne ist, die blaue Farbe, sind immer wieder so ein paar rote. Bei M44 habe ich das gesagt, bei M45, bei H&G Perseus habe ich das gesagt. Ihr seht also in euren eigenen Aufnahmen sofort irgendwie diese Sternentwicklung, eben auch diese Sternentwicklung, diese schnelle Sternentwicklung, wo die Sterne dann sehr früh sterben, weil sie eben einfach so viel Masse haben. Also, das ist Astrophysik auf dem Präsentierteller, auf euren eigenen Aufnahmen, auf eurem eigenen Bildschirm. Ist das nicht cool? Ja, das ist Wissenschaft. Also,
Wo viel geboren wird, wird viel gestorben. Und so haben wir alleine in den letzten 17 Jahren 3 Supernova-Explosionen in M51 beobachten können. Da kommt eigentlich nur noch M101 mit. Die habe ich euch vorhin schon gezeigt. Und da gab es ja erst im vergangenen Jahr eine Supernova. So, dieser Begleiter von M51, der hat noch eine weitere besondere Eigenschaft oder einen interessanten Einfluss auf M51. Ich habe ja anfangs gesagt, dass man bei M51 sehr toll die Spiralgalaxie erkennen kann, also diese Spiralarme. Und die Astronomen haben für solche tollen Galaxien, wo man das so schön sieht, auch einen Namen. Und die werden nämlich dann genannt Grand Design Spiral Galaxy, also in etwa übersetzt großartig geformte oder großartig geformte, designte Spiralgalaxie. Auch hier wäre M101 wieder zu nennen, sowie M81. Beides sind ebenfalls Grand Design Spiral Galaxies. Auch dieses Phänomen ist gut erklärbar und eben durch gravitative Wechselwirkung. Ich verlinke euch unter dem Video den Bildatlas der Galaxien. Der ist übrigens gerade in einer neuen Ausgabe rausgekommen. Und dort findet ihr neben vielen wundervollen Aufnahmen von Galaxien auch solche spannenden Details aus der Forschung, aus der Wissenschaft. Nur der Vollständigkeit halber noch zu erwähnen ist, dass M51 über einen aktiven Kern verfügt. Was heißt das? Das heißt, dass dort ein schwarzes Loch ist und nicht nur einfach da sitzt, sondern es frisst auch genüsslich. Dabei wird Materie aufgeheizt und das kann man wunderbar sehen, zum Beispiel in Röntgenlichtaufnahmen der Galaxie. Apropos verschiedene Lichtspektren oder verschiedene Aufnahmen in verschiedenen Wellenlängen der Galaxie, neben der fantastischen Hubble-Aufnahme, die es von M51 gibt, die ich euch hier auch schon jetzt gerade gezeigt habe, ist vor kurzem eine weitere fantastische Aufnahme hinzugekommen, nämlich die des JWST. Dieses fotografiert, das wisst ihr, im Infrarotbereich. Im Infraroten sieht man sehr schön das relativ kühle Gas und den Staub. Was wir also hier auf der Aufnahme sehen und was so aussieht wie so eine Schlangenhaut oder sowas, ist der Staub zwischen den Sternen. Das ist natürlich hier eingefärbt, deswegen sieht das so toll rötlich aus. Für uns Astrofotografen ist M51 interessant aus verschiedenen Gründen. Sie steht sehr hoch am Himmel zum einen, das heißt, wir können sie sehr lange beobachten und belichten, und sie ist sehr hell. Das macht M51 zu einem sehr beliebten Objekt und deshalb, und weil sie so schöne Ärmchen hat, ist sie eine der am häufigsten fotografierten Galaxien. Und das, obwohl sie im Vergleich zu, sagen wir mal, M31 und M33 eher winzig ist. Das heißt, Leute mit großen Teleskopen sind hier eigentlich im Vorteil, weil sie mehr Auflösung erzielen und somit weiter auch herausvergrößern können und die Galaxie größer zeigen können. Somit ergibt sich eine detailreichere, formatfüllende Darstellung als mit kleinen Teleskopen. Allerdings hat M51 nicht nur Details zu bieten, sondern auch flächige, ausufernde Sternströme. Diese kann man auch prima mit kleineren Teleskopen ablichten, allerdings benötigt man dafür einen extrem guten Himmel und recht lange Belichtungszeiten. Kann man sich gut merken, mangelnde Größe kann man in der Astrofotografie mit Länge kompensieren. Klingt chauvinistisch, ist aber wahr. Diesbezüglich auf die Spitze kann man es treiben mit extrem langen H-Alpha-Aufnahmen. Die zeigen dann irgendwann eine Struktur in der Nähe von M51 und in einer wissenschaftlichen Arbeit, die erst 2018 erschienen ist, wird erklärt, dass diese H-Alpha-Wolken zum System NGC 5195 bzw. M51 dazugehören. Die Referenzaufnahme eines Amateurs dieses Phänomens wurde mal wieder von Fabian Neyer gemacht. Schaut mal auf seine Homepage. Ich verlinke wie immer alle Bilder unter dem Video. Jetzt kommen wir zu den Exoten und jetzt im April habe ich wirklich ein Objekt oder mehrere Objekte für euch und ja, ich will mich nicht selbst loben, aber was den Grad des Exoten angeht, habe ich mich hier mal wieder selber übertroffen. Bei der Recherche schaue ich immer erstmal nach mir bekannten Exoten. Man sammelt ja so über die Zeit, über die Jahre so einiges an. Manchmal notiert man sich auch was, also spezielle Objekte, die nicht so häufig fotografiert wurden. Aber manchmal fahre ich auch einfach oder gehe spazieren auf der Seite skymap.org. Das habe ich euch hier auch schon häufiger mal gezeigt, habe ich schon häufiger
häufiger erwähnt. Das ist ein sogenannter Sky Survey. In diesem Fall sehen wir hier Aufnahmen vom Digital Sky Survey. Das sind alte Fotoplatten, nämlich vom Mount Palomar Observatorium aus den 50er Jahren, die irgendwann digitalisiert wurden und womit man den ganzen Himmel abfotografiert hat. Und da ist mir was aufgefallen, nämlich dort sieht man vor allen Dingen im Sternbild großer Wagen, sieht man immer wieder solche Striche. Meist sind die parallel. Und interessant ist hier, dass diese parallelen Striche alle zur Kiste des großen Wagens zeigen. Ich war mir bisher eigentlich sicher, dass es sich dabei um Artefakte handeln muss. Also was weiß ich, Flugzeugspuren, die in den Originalaufnahmen drin sind oder irgendwelche Reflexionen am Teleskoptubus oder sowas. Jetzt habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich neulich bei meinen wirklich ausgiebigen Recherchen, die ich immer auf meiner Couch tätige, auf eine sehr, sehr spannende Arbeit, wissenschaftliche Arbeit gestoßen bin. Dort wurde nämlich erst jüngst beschrieben, dass es sich dabei keinesfalls um Artefakte handelt, sondern womöglich um ein total spannendes kosmisches Phänomen. Autor dieser Arbeit ist ein Dr. Franz Butelberg von der University of Springfield, der dieses Phänomen untersucht hat mit seinen Kollegen. Die Namen hier könnt ihr in dieser wissenschaftlichen Arbeit ja mal nachlesen. Und zu dem Schluss, oder diese Wissenschaftler sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich tatsächlich um sehr, sehr schnell wandernde Sterne handelt. Und die sind so schnell, dass sie in Einzelaufnahmen oder in 5 bis 10 Minuten Aufnahmen schon Striche hinterlassen. Wir wissen ja, dass es solche wandernden Sterne gibt. Habe ich euch auch hier in der Vorschau schon mal gezeigt. Aber dass sie auf solchen relativ kurz belichteten Aufnahmen schon Striche hinterlassen, das ist schon ein Ding. Das Spannende ist ja auch, dass die meisten der Sterne eben auf den Kasten des großen Wagens zeigen. Butelberg und seine Kollegen haben verschiedene Erklärungen dafür. Eine ist, dass es sich hierbei um ein sogenanntes weißes Loch handeln könnte, also das genaue Gegenteil eines schwarzen Lochs. Es frisst also nicht alles in sich hinein, sondern es spuckt alles aus. Die Sterne werden regelrecht aus diesem Punkt heraus katapultiert und sind deswegen auch irre schnell. Eine andere Erklärung könnte sein, dass sich diese Singularität als ein Ort erwiesen hat, an dem es unendlich langweilig ist und deshalb die Sterne die Flucht ergreifen. Und die dritte Möglichkeit ist, dass es dort furchtbar stinkt. In der Wissenschaft gilt immer, dass die wahrscheinlichste Erklärung am zutreffendsten ist. Darum wird letztere Theorie auch von den Wissenschaftlern oder von dem Wissenschaftlerteam favorisiert. Es kann allerdings auch sein, dass sich die Sterne gar nicht von dem Punkt wegbewegen, sondern vielmehr darauf zu. Und eine Möglichkeit, die Sackenheim... Butelberg heißt der gute Mann, in seiner Arbeit beschreibt, ist, dass im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Gut, ich bin gespannt, wer von euch sich mal an dieses Objekt heranwagt. Im Gegensatz zu den üblichen Tipps, die ich hier gebe, also dunkler Himmel und möglichst keine Filter, ist es hier genau andersherum. Aus quantenphysikalischen Gründen kann man diese Objekte gerade unter extremer Lichtverschmutzung am besten fotografieren. Auch sind Filter hier sehr zielführend, insbesondere das sogenannte Filter-Stacking, bei dem man alle seine Filter, die man so im Laufe der Jahre gekauft hat und die man dann doch irgendwie nicht benutzt, weil sich herausgestellt hat, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, übereinander schraubt und damit dieses Objekt fotografiert. Also, ich bin gespannt auf eure Aufnahmen. Beim nächsten Exoten, und hierbei handelt es sich jetzt wirklich um einen Exoten oder vielleicht doch nicht, weil es ist der Koma-Galaxien-Cluster und so unbekannt ist er nicht und so selten fotografiert wird er eigentlich auch nicht. Aber im Vergleich zum Virgo-Cluster ist er doch nicht so spektakulär und deswegen habe ich ihn hier mal unter die Exoten einsortiert. Bei dem Koma-Cluster braucht ihr tendenziell eher ein größeres Teleskop, um hier einigermaßen was Schönes darzustellen. Im Gegensatz zum Virgo-Cluster, den ich deswegen auch unter die Standardobjekte gepackt habe. Was hier dann eben interessant ist, sind lange Aufnahmen, wie diese Aufnahme hier, wo dann wirklich lange belichtet wurde. Dann sieht man eben zum einen unendlich viele Galaxien und es scheint hier auch so, dass die Halos der Galaxien beinahe ineinander übergehen. So genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, was hier eigentlich wirklich
passiert, aber man sieht so einen richtigen, ja, die verschmelzen beinahe, diese Galaxien, ja. Und hier ist es tatsächlich wiederum so, dass man hier eher gar keine Filter verwenden sollte und dass ihr dieses Objekt, den Coma Cluster, unter tatsächlich wirklich dunklem Himmel fotografiert und nicht unter lichtverschmutztem Himmel. Das letzte Objekt für diese Himmelsvorschau, das ist mir dann tatsächlich beim Surfen auf skymap.org in die Finger geraten, und das meine ich auch völlig ernst. Das ist die irreguläre Galaxie NGC 4214 im Sternbild Jagdhunde. Die ist gar nicht mal so sonderlich groß, das heißt, auch hier ist es so, diejenigen unter euch, die größere Teleskope haben, was weiß ich, sagen wir mal ab einem 8 Zoll Newton aufwärts, 10 Zoll Newton, Schmidt-Cassegrain-Teleskop oder ein wirklich großer APO zum Beispiel, das ist dann hier für dieses Objekt deutlich besser. Und hier würde es gegebenenfalls auch Sinn machen, mit einem H-Alpha-Filter mal tief zu belichten. Denn ihr seht, in dieser irregulären Form, da gibt es wirklich kleine Sternentstehungsgebiete. Mich erinnert dieses Objekt so ein bisschen an die große Magellanische Wolke, nur eben dann im Mini-Format sozusagen. Ja, und deswegen kann man hier durchaus auch mal mit einem Schmalbandfilter hantieren, denn das würde ich bei der großen Magellanischen Wolke auch immer machen. Ansonsten ist noch ganz interessant zu erwähnen, dass daneben noch so ein kleiner diffuser Fleck ist. Ich habe da jetzt nicht näher geschaut. Das ist eine Galaxie, die ist auch katalogisiert, die hat auch eine Bezeichnung. Für mich sieht sie aus wie eine typische Zwerggalaxie. Um was es sich genau handelt, das könnt ihr ja dann mal bei euren Recherchen selber rausfinden. Also, das war es auch schon wieder. Und bevor ich mich jetzt von euch mit dieser April-Vorschau, die erstaunlicherweise am 1. April erschienen ist, knickknack, verabschiede, kommen jetzt noch die Laserbilder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.